Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute, ja, ich habe es euch versprochen, noch ein Steelbook-Unboxing und zwar der City High mit Arnold Schwarzenegger. Ja, jetzt, ich sag mal, nicht einer seiner besten Filme, aber ich glaube, ich fand ihn eigentlich damals immer gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt hier digital restauriert in 4K. Bin schon gespannt auf das Bild. Wie gesagt, da gibt es ja mal in einem, wie heißen immer die Dinger, die ich immer noch mache, hier Kurzreviews sozusagen, oder mein Filmtagebuch, sagen wir es einfach mal so, da werde ich dann dazu nochmal was sagen, ich werde ihn demnächst mir mal, wenn ich dazu komme, mal angucken. Ja, kurz mal hier noch zur Information, wir haben ja wie gesagt Dolby Vision bei UHD mit an Bord, Ton natürlich leider nur Deutsch Mono, also die Originaltonspur. Ja, das bloß mal, dass ihr das wisst. In Englisch und Französisch gibt es 5.1, aber zeige ich euch gleich nochmal, indem ich euch die J-Card zeige. Das Steelbook kostet, glaube ich, ein bisschen über 30 Euro, ich glaube 32 Euro. Ist jetzt nicht gerade billig für so einen alten Schinken. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich erstmal die Folie abgemacht und ich drehe jetzt mal die Kamera, dann schauen wir uns das mal an. Es scheint auf jeden Fall heile zu sein. Übrigens habe ich hier auch schon, Moment, wo habe ich es hier, schon ein Austausch-Steelbook erhalten. Ja, ihr habt hier gesehen, hier habe ich ja letztens Unboxing, habe ich vor kurzem gemacht, da war ja Bullet Train. Wie gesagt, Austausch habe ich schon bekommen, Steelbook war ja kaputt gewesen. Hab den Film jetzt auch nochmal geguckt und ja, doch, ist immer noch ziemlich geil, Bullet Train. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Da haben wir es, nicht wundern hier, neues Tattoo, Folie. Nicht wundern jetzt. Ja, haben wir einen Schuber hier. Schauen wir uns den als erstes, oh mein Gott. Ah, geht nicht mal aus. Doch. So, hier mal den Schuber, wie gesagt, der City High von Studio Kanal. Schauen wir uns hier nochmal, wie gesagt, die ganzen Daten. Ein Muss für alle Schwarzenegger-Fans. Naja, wie gesagt, ja, ich habe den schon auch ewig nicht mehr gesehen. Vielleicht mache ich da auch noch ein Review zu oder wenigstens auf jeden Fall im Filmtagebuch werde ich den erwähnen. Wie gesagt, auch nochmal, was die Qualität der UHD angeht. So, da habt ihr nochmal alle Daten gehabt. So, jetzt haben wir hier die Front. Ich finde das eigentlich eine sehr coole Front hier mit diesem, ja, Hochglanzeffekten hier und ihn so als matt, auch von der Qualität hier vom Druck her, wir gehen mal ein bisschen näher ran hier, sieht das eigentlich wirklich ganz gut aus. Also hier unser Arnie, ja, hinten immer so Schwarzenegger, finde ich eigentlich eine schöne Front, gefällt mir sehr. Ja, gefällt mir sehr gut. Rückseite, Wardeal, haben wir dann noch diesen System, what gave. A new deal, nobody, what? Ach, jetzt kann ich es ein bisschen. Nobody gives him raw deal. Ziemlich cool, auch Arnie hier so im Hintergrund. Ich finde es ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Hier haben wir gar keine Glanzeffekte, ist alles im Matt gehalten. Aber ich finde es cool mit dem Rot. Finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt hier. Raw deal. Ach, raw deal ist der Originaltitel. Wusste ich gar nicht mehr. Dass der Original ist, der City High, dass es raw deal heißt, wusste ich gar nicht. Jetzt öffnen wir mal hier das Ganze. Ja, ich finde es geil. Kräftiges Rot. Gefällt mir sehr gut. So, hier innen haben wir dann die Disc, der City High. Ja, dasselbe Motiv wie vorne. Das finde ich immer ziemlich cool, wenn das alles ein bisschen passig ist. Das war die Blu-ray. Hier haben wir die UHD. Ja. Und hier haben wir dann dieses In-Artwork. Ja, das ist jetzt, wo vom Spiegel steht. Ist okay, ich weiß nicht, wenn man hier so. Naja, hätte man vielleicht auch was anderes nehmen können. Finde ich jetzt nicht so prall. Ja. Jo, da haben wir das Steelbook. Wie gesagt, ich wusste gar nicht mehr, das Raw Deal, der Original, wirklich, hatte ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Für mich war es immer der City High. Hatte den damals erstmalig auf VS geguckt. Ich glaube, der war so ja damals ab 18. Ich denke mal, das wird eine Neuprüfung sein hier. Darum ist er jetzt ab sehr. Ich glaube, der war ab 18 damals. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier Käse erzähle. Jedenfalls freue ich mich drauf, den mal wieder zu sehen. Hab den wirklich seit Jahren nicht mehr gesehen. Wie gesagt, hab den jetzt auch nicht so in Erinnerung, dass es der coole oder einer der besseren Arnold-Filme war, sondern er war so mal okay. Ich glaube, war so auch eine ernstere Rolle, glaube ich, gewesen von ihm. Ja, mal gucken, wie gesagt, Filmtagebuch oder ein Einzelreview, weiß ich noch nicht. Haltet die Augen offen hier auf dem Kanal, werdet da sehen, nochmal meine Meinung zu dem Film. In diesem Sinne könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr den Film findet, was ihr zu dem Steelbook sagt. In diesem Sinne soll es auch wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.